Ich habe eine letzte Frage an Sie beide. Ihr deutsches Lieblingsgedicht? Freiheit ist Liebe, Freiheit ist Recht. Den Menschen adelt und weiht sie vom Knecht. Sie steht bewaffnet an des Stufen Thron. Achtung vor Freiheit und Gesetz hört man sie rufen. Achtung vor sich selbst. Ich muss aufpassen, welche Fragen Achtung ich stelle. Achtung vor sich selbst und vor des Menschen Pflicht. Wer sie nicht achtet, verdient die Freiheit nicht. Friedrich Halm. Herr Kopala. Ja. Heinrich Heine hatte ich ja schon mal erwähnt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Und das, und was wir weiter? In Deutschland, das, was wir in Deutschland gerade aktuell, wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Das, was wir in Deutschland gerade aktuell erleben, zieht das ja genau darauf wissen hin. Wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Ja, dann ja, natürlich weiter. Denke ich an Deutschland in der Nacht, da bin ich um den Schlaf genau. gebracht. Und dann? Ja, das ist ja jetzt nicht das Thema, wie es Doch, weitergeht. Doch, das ist das Thema. Nein. Weil es geht nicht um Deutschland. Doch, es geht um Deutschland. Nein, es geht um die Mutter. Ja. Die kranke Mutter von Heinrich Heine. Genau. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Um Deutschlands... ja, sehen Sie, Sie wissen es ja selbst jetzt gerade nicht. Ich kann es nicht auswählen, aber es geht darum, Deutschlands... um Deutschlands zehre ich mich nicht so sehr... Wäre die Mutter dort nicht, das Vaterland verdirbt nicht, aber ja, das alte geht Frau um schon, kann sterben. Also es geht vor allem, es geht schon ums Vaterland. Ich konnte mir tatsächlich Gedichte nie merken, aber es geht nicht ums Vaterland, sondern um die kranke Mutter. Ja, das mag ja sein, aber nicht. Es geht gerade eben um Deutschland, also, macht ja. er sich keine Sorgen, sondern um die kranke Mutter. Wenn ich ganz kurz sagen darf, aber es kann kein Zweifel bestehen, dass man Heinrich Heine nicht nationalistisch, nicht autoritär interpretieren kann. Das habe ich ja nicht gesagt. Heinrich Heine, ja, dann nehmen wir es doch nicht an. Also Heinrich Heine war nun wirklich jemand, der ja aus dem französischen Exil herausgeschrieben hat. Ja, und was ist dabei jetzt? Und, was wollen Sie denn hinaus? Weil die Mutter krank war, hat er sich nach Deutschland. Ja, aber was wollen Sie denn jetzt hinaus? Dass er nicht um Deutschland sich Sorgen gemacht hat, sondern um seine Mutter.